Hallo und herzlich willkommen, liebe ComaCon-Freunde. Herzlich willkommen zu einem ComaCon-Podcast. Mein Name ist Tim Lindenau. Auch nochmal ganz herzliche Grüße ins Netz. Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es noch nicht, wir sind auch auf YouTube zu finden. Also da könnt ihr euch alle unsere Gästinnen und Gäste auch nochmal in Farbe anschauen und nicht nur anhören, wenn ihr noch nicht genug habt. Heute ein neuer Gast bei uns im Creativity Meets Business Podcast, Matthias Baumbach. Yes! Da ist er. Matthias, hallo, hi. Herzlich willkommen. Grüß dich, Tim. Hi. War jetzt erstmal ein längeres Intro, ja, ohne bisher schon zu sagen, was du eigentlich machst. Ja, weil, wenn jetzt, ohne zu nahe treten zu wollen, wenn da jetzt George Clooney sitzen würde, würde man sofort wissen, George Clooney, klar. Ne, ist Schokoladenfabrikant, genau. Genau. Ja. Der Mann, der Werbung für Kaffee macht, der hat sich dadurch gut hervorgetan. Bei dir ist es Business- und Industriefotograf. Also du bist Fotograf, kurz gesagt. Ganz genau, richtig. Und jetzt möchte ich von dir aber wissen, also ich kenne ja Fotografen, die machen so Helmut Newton-mäßig schöne Schwarz-Weiß-Geschichten zum Beispiel oder Martha Cooper, die so ein bisschen da in die Ghettos geht und die Jungs damals in den 80ern fotografiert hat mit dem Ghetto-Blastern. Was macht aber ein Business- und Industriefotograf? Stehst du denn bei den Jungs am Band und guckst du denen bei der Arbeit zu und porträtierst sie was ganz... Erstmal ja, mach als ich Einstieg. Nicht. Also die kurze Version ist tatsächlich, wenn es jemand gar nicht weiß, ich bin in die Sendung mit der Maus. Mit der Kamera. Ich erkläre also Sachen, die Menschen mit Maschinen machen oder die Menschen alleine machen. Und das ist sozusagen das Erklärfoto, was ich dazu tue. Richtig, genau. Das heißt also, deine Fotos findet man in Handbüchern, in... Wenn einer zum Beispiel nicht weiß, was ein Mikroelektroniker macht, dann könnte man mich beauftragen und dann würde ich das anhand von Fotos ganz gut erklären. Also sprich, dass es eben ein Beruf ist, kommt man relativ schnell rein in ein an sich anbahnendes Projekt. Da geht es so ein bisschen darum, diese ganzen MINT-Berufe, das kriegen die Leute relativ schwer Bewerber und Mitarbeiter. Warum? Weil es so ein bisschen so eine unsexy Atmosphäre noch irgendwie hat von außen, ohne dass man es vielleicht weiß. Wenn man denkt, man sitzt in einem dunklen Raum und macht irgendwie was sehr Eigenartiges. Dabei sind diese Sachen, die halt diese Jungs und Mädels da machen, ja unglaublich spannend. Und meine Aufgabe ist es sozusagen, die Ästhetik des Jobs mit den Menschen zu verbinden, sodass man sagt, okay, das ist ja echt eine interessante Geschichte. Zum Beispiel Absolvent sagt, cool, ich werde vielleicht doch nicht YouTuber, der 8796., sondern ich war ja irgendwie doch gar nicht so schlecht in Mathe, Physik und habe mich für Naturwissenschaft interessiert und ruft doch da mal bei dem Unternehmen an oder guck mir das mal näher an. Das ist somit eine der Hauptaufgaben, die auch unglaublich Spaß machen, weil im Grunde genommen fühlt es sich an, als wenn die eigene Passion irgendwie da bedient wird, weil letztendlich war ich immer schon der Typ, also ich bin ja von Hause aus Ingenieur, also ich habe ein techniklastiges Studium absolviert, weil mich immer schon interessiert hat, wie funktionieren eigentlich Dinge. Und dann im Laufe meiner kleinen Karriere hat sich dem so herauskristallisiert, Mensch, da gibt es ja so Typen, die machen ja genau das, sprich, die gehen mit der Kamera los an Orte, wo man sonst nicht so einfach reinkommt. Letztes Jahr war ich zum Beispiel in einem Rheinraum shooten, wo an Wafern geforscht wird, also sprich, diese runden Siliziumscheiben, die belichtet werden, wo dann nachher dann diese kleinen CPUs zum Beispiel rausgeschnitten werden. Und in solchen Bereichen unterwegs sein zu dürfen, ist für mich der absolute Hammer, weil es ist halt so interessant, es ist so spannend, vor allem es ist so positiv nerdig, ja, wo man auch gar nicht so drüber nachdenkt, wenn man sein Handy in die Hand nimmt, das geht halt irgendwie an und aus und macht Fotos und nimmt irgendwie Ton auf. Und in diese Bereiche sozusagen mal hinter den Vorhang gucken zu dürfen, das ist so eins meiner persönlichen Vergnügen. Und meine Kunden benutzen es natürlich dann, um ihre Jobs und um ihre Aufträge und um überhaupt generell die ganze Atmosphäre der Firma vernünftig darzustellen. Das klingt jetzt auch so ein bisschen danach, als hättest du für dich einen Weg gefunden, um das Große im Kleinen zu entdecken. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen diffus formuliert, aber ich meine, weißt du, du hättest jetzt auch, wenn es dir darum gehen würde, an Orte zu kommen, wo jetzt nicht jeder hinkommt, hättest du natürlich auch für National Geographic auf Mount Everest fotografieren fahren können, weißt du, was ich meine? Steht vielleicht noch an. aber auf diesem Weg möchte ich dich jetzt nochmal quasi zurückführen und nochmal zurückbegleiten und vielleicht auch einen Ausblick darauf geben, was ja dann, wie du schon sagst, was noch kommen kann, was du persönlich auch noch für Wünsche hast. Und natürlich möchte ich verstehen, was gehört zu diesem Handwerkszeug? Ja, also du hast gerade eben schon mal so ein bisschen angeteasert, was dich daran fasziniert und warum du das aus dem Ingenieurstudium bist du denn da hingekommen. Aber es ist, finde ich, jetzt erstmal ein Bereich, ein Genre, würde ich jetzt mal sagen, der Fotografie, das für mich nicht absolut alltäglich ist. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an, denn du bist aufgewachsen, ja, in der Sin City von Berlin, in Weißensee. Weißensee, genau. Damals hieß es immer, oh, du kommst aus Weißensee, erstmal so kurze Schweigeminute.
Ist trotzdem okay, ja. Aber wenn du bist in Berlin aufgewachsen und Berlin, das ist ja nicht nur ein Klischee, sondern es ist ja quasi wirklich wie ein sich stetig bewegendes Bilderbuch-Szenario. Also absolut. Wenn man möchte, kann man sich ja mal gerne eine Stunde lang hier in irgendeine beliebige Berliner Ecke stellen und man wird genug Fotomotive finden. War damals schon Fotografie, irgendwelche Dinge einzufangen, Momente festzuhalten, war das schon für dich irgendwie was, was dich bewegt und beschäftigt hat? Unbedingt, unbedingt. Also angefangen hat es mit, jetzt muss ich kurz zurückspulen, ich glaube, da war ich zarte 13 und das fiel ja, das war 1990 und es fiel sozusagen ja mit in diese ganz frisch Nachwendezeit, beziehungsweise gerade wirklich mitten in die Wendezeit. Also theoretisch hätte man mit 14 diese, wie heißt das nochmal, diese Kommunion oder wie hieß es, diese nicht kirchliche Variante? Also die Jugendweihe. Die Jugendweihe, genau. Die stand ja irgendwie an und dann hätte ich die theoretisch verpasst und da kriegt man ja immer ein schönes Geschenk, weil es einem so ein bisschen so ein, naja, vielleicht irgendwie von den Eltern anstoßen soll. Und bei mir war es tatsächlich eine Kamera, die ich mir auch persönlich gewünscht habe, eine Praktika BX20. Ich habe die auch immer noch irgendwo. Und damit habe ich dann so angefangen zu fotografieren und eben, ja, wie es so ist, man fängt sich an so zu reflektieren, weiß ich, man fotografiert ein Blümchen, man fotografiert irgendwie seine Kumpels, man fotografiert erstmal so ein bisschen bunt in der Gegend herum. Irgendwann wurde es dann um die Fotografie wieder ruhiger, so um die 20er herum und dann mit dem Eintritt eigentlich ins Berufsleben, da ging es dann eigentlich richtig los wieder mit dem Fotografieren, weil war viel unterwegs und eine der Sehnsüchte ist ja immer, ne, das Fotografieren oder eine der Funktionen des Fotografierens ist ja, du willst es irgendwas festhalten, du willst irgendwas einfrieren, dieses Stückchen auf dem Zeitstrahl einfach sagen, okay, komm, so wie ich es gerade wahrgenommen habe, einfach mitnehmen und ins persönliche Archiv sozusagen packen. Und so ist denn diese Fotografie immer weiter aus mir rausgewachsen. Ich habe dann noch ein paar verschiedene berufliche Stationen absolviert. Irgendwann war ich dann zurück in der alten Heimat grob, also sprich bin nach Potsdam gezogen, weil ich eine Zeit lang für eBay gearbeitet habe. Und dann ging es eigentlich dann so richtig los mit Digitalfotografie, erste DSLR-Kamera, vernünftige Objektive, die Fotos wurden besser und dann kamen halt Leute auf mich zu und gesagt so, ich würde dir Geld geben, wenn du meine Hochzeit fotografierst. Und da war eigentlich dann so der Punkt, wo sich das wie so eine Scholle eigentlich gelöst hat, wo ich so dachte, cool. Also wenn man mir Geld bietet, ne, alle Leute sagen vielleicht, ja, das Foto ist irgendwie super. Klar, man freut sich so. Aber wenn da jemand sagt, ich gebe dir Geld für die Hochzeit, ist ja eine riesen Verantwortung. Weil die Hochzeitsbilder kann man schlecht sagen, machen wir später nochmal. Ne? Im besten Fall ist es ja nur eine Hochzeit. Und da ist dann dieser Keim sozusagen, war dann implantiert, mal drüber nachzudenken, wie kann man das eigentlich auf berufliche, vielleicht dann sogar selbstständige Beine zu stellen. Aber vorher hast du das eigentlich nur hobbymäßig gemacht. Genau, ganz normal hobbymäßig, mal mit Freunden in der Dunkelkammer gewesen, wirklich mal so ein paar klassische Abzüge gemacht, spannend halt in diesem Entwicklerbad halt, wie dann langsam so dieses Bild aus einer weißen Fläche einfach herauswächst, ist ja schon total faszinierend, leider keine Zeit mehr dafür. Aber da fing es dann eigentlich dann so ein bisschen halt an, immer so weitergeführt, aber eben wirklich als legeres Hobby. Plus bis dann irgendwann sich sozusagen die Eindrücke, die ich ja auch aus der Industrie hatte. Also ich bin ja von Hause aus Ingenieur für Druck- und Medientechnik und habe in einer Firmen gearbeitet, wo Maschinen, also Druckmaschinen so groß waren wie ein Zweifamilienhaus. Und die fand ich einfach immer unglaublich faszinierend. Und dann sind so letztendlich diese beiden Stränge zusammengewachsen, ob man überlegt, wie kann man eigentlich Fotografie und diese Liebe zur Technik und natürlich auch das Interesse für die Menschen, die ganze Technik bedienen, wie kann man das irgendwie so zusammenführen? Und irgendwann bin ich mal, keine Ahnung, kann gar nicht mehr ganz genau sagen, aber über den Strang oder den Berufszweig des Business- und Werbe-Industriefotografen gestoßen. Und da, ab da wusste ich eigentlich, da muss es hingehen. Jetzt ist das ja immer noch für mich was ganz Neues. Ne? Also ich habe ja eben schon ein paar FotografInnen aufgezählt, die vielleicht hier und da vielleicht auch mal bekannt sind oder nicht, aber ich sehe bei dir eher, du hast es gerade schon gesagt, eher so das Technische mit dem Menschen verbinden. Mhm. Warum ist dir das Künstlerische daran nicht so viel wert? Also, das ist ja eine steile These, die würde ich so gar nicht sagen, weil gerade, also nur wenn man es künstlerisch ausformuliert, das Bild, nur dann kannst du ja eigentlich ja diesen Aha-Effekt erzielen, weil das ist das, wo ich mich auch so ein bisschen angepiekst gefühlt habe, weil ich habe halt so Industriefotografien gesehen, wo ich dachte, das ist so mega langweilig, die sieht aus wie in einer toten Klinik, da lebt keiner, da passiert nichts mehr. Es gibt so ganz hyper-cleanes Bildmaterial, wo ich persönlich sage, ja, darf man ja machen, weil
1000 Fotografen haben 1000 Handschriften und es gibt 1000 verschiedene Zielpublikum, wo das eine sagt, das liebe ich nicht. Und aber das ist ja die Frage, wie man sozusagen über die Ästhetisierung der Arbeit und auch der eben, ja, kann es jetzt leider nur so generisch sagen, Prozesse, wie sagen wir mal zum Beispiel beim Schweißen, ne? Da kann man ja auch verschiedene Blickwinkel aussuchen, man kann mit verschiedenen Belichtungsszenarien arbeiten, also sprich, man kann es plain abbilden, mhm. Und sagt, okay, ich erkenne die Szene. Oder man kann natürlich sagen, ich kletter auf ein Gerüst, nehme eine lange Brennweite, stelle noch irgendwie ein paar Blitze geschickt auf und fotografiere das ganze Ding aus der Vogelperspektive, sodass sich dann der Moment, deswegen war ich kurz so, dachte ich so, doch, wir arbeiten kreativ, wir Industriefotografen, weil im Grunde genommen ist ja die Aufgabe, dass es erkennbar bleibt. Mhm. Wir machen es ja nicht für eine Galerie. Ne? Man muss ja immer als Werbefotograf auch die gute Mitte treffen aus gut kreativ, aber nicht völlig abgehoben, dass man sagt... Also daraus darf dann kein Jürgen Teller Bildband werden. Also, ja, so. Wenn der Schweißer gleichzeitig noch auf das Grab von seinem Vater pisst, dann war das vielleicht ein bisschen zu viel. Liebe Grüße. Toller Fotograf, echt. Ey. Okay. Aber, also ich verstehe. Ein sehr schönes Bild, ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Führt mich aber so ein bisschen zur Frage, dass du. Es ist ja nicht so in der Regel wahrscheinlich, dass du da mit professionellen Models irgendwie arbeitest, die sich dann eine Schweißerklamotte anziehen, sondern du fotografierst ja Menschen, die das wirklich machen, was sie tun. Ja, unglaublich wichtig. Unglaublich. Was ist denn da wichtig in der Kommunikation mit den Leuten? Es reicht da, denen einfach zu sagen, mach das, was du immer machst und beachte mich gar nicht? Oder wie ist denn das? Ja, als Fotograf bin ich erstmal so der Typ, der auch ganz lange erstmal zuguckt. Also das erkläre ich auch jedem Kunden, das Thema Location Scouting oder auch generell szenarisches Scouting wahnsinnig wichtig ist. Man geht hin und dann gucke ich mir eine Weile an, was die machen. Und dann überlege ich mir, wie kann man das eben ästhetisch fotografieren und dann lernt man ja auch die Leute kennen. Das ist ja auch unglaublich wichtig, dass man schon mal vorher miteinander quatscht, weil letzten Endes ist der Moment, wenn man seine Kamera rausholt, für die meisten ja nicht sehr alltäglich. Mhm. Ja, also muss man da irgendwie, finde ich, eine Aufwärmphase machen. Das Einfachste ist wirklich immer genug Zeit mitzubringen, dass man nicht irgendwie künstliche Hektik verbreitet, weil ich sag mal, in den meisten Produktionsberufen gibt es eh ambitionierte Zeitpläne oder Schichtpläne oder was auch immer da zu erfüllen ist. Also muss man sich da so langsam reingrufen. Ich spreche jetzt immer von der Ideallinie. Ab und zu muss man auch davon abweichen und schnell improvisieren. Aber letzten Endes ist dann so dieses Reingehen in diese Szenerie und das ist halt, wo ich auch so meine persönliche Neugier halt stillen kann, dass ich wirklich erstmal mit den Leuten quatsche, auch vor allem versuche, eine persönliche Bindung herzustellen. Also, dass man auch wirklich sich einfach austauscht über, keine Ahnung, welches Netflix-Serie hat man gerade gesehen oder was auch immer. Ja, dass man irgendwie ein gemeinsames Band hat und ab da wird es dann eigentlich relativ einfach. Und dieses Fotografieren mit Nicht-Models finde ich halt insofern auch spannend, weil mit Models zu fotografieren ist natürlich super. Und ich sage jetzt mal ganz frech, da muss man sich nur noch ums Licht kümmern, so, weil der Rest funktioniert von alleine. Aber eben für jemanden, der keine Kameraerfahrung hat oder keine Shooting-Erfahrung hat, wenn man für diese Person ein gutes Bild rausholt, finde ich es halt viel befriedigender, weil diese Person zum Beispiel, weil ich achte immer darauf, dass man derjenige, der dann fotografiert wird beim Arbeiten, dass der auch sein Bild bekommt, letzten Endes. Also nicht, dass es quasi nur auf die Webseite oder im Katalog oder wo auch immer hin landet, sondern dass die Person auch wirklich ein Bild hat, guck mal hier, cool, ich beim Arbeiten. Ne? Und das ist so ein Moment der Zufriedenheit, den ich gerne für meine Models erreichen möchte, also Models, in dem Fall ja arbeitende Menschen, wo ich sage, jo, da bin ich zufrieden, wenn ich das geschafft habe, wenn die sagen, Mann, geil, so hätte ich nie gedacht, dass man das so darstellen kann, dass man zum Beispiel mit so einem Handlaser gerade super feine Drahtstrukturen zusammenlötet und das wirklich jetzt nicht so freakig aussieht, sondern einfach interessant aussieht, nach der Kraft des Lasers aussieht, besonders aussieht, auch oft durch Schutzkleidung, ganz verrückte Sachen. Das ist dann der Moment, wo ich sage, ja, cool, cooler Tag gewesen. Aber gibst du denn da in der Regel auch Anweisungen? Also guck mal jetzt nach links, guck mal nach rechts, lächle mal ein bisschen. Oder machst du wirklich, arbeite einfach vor dich hin? Nee, grundsätzlich bin ich derjenige, der sich versucht, also es gibt ja eine Arbeitsrichtung. Ne? Wenn ich jetzt hier das Glas irgendwie bearbeiten würde, gucke ich ja logischerweise dahin. So. Mhm. Ja, und dann muss ich mir eigentlich eher einen Winkel suchen, dass ich so ein bisschen die Augenlinie treffe, den ich jetzt irgendwie gucke, dass ich möglichst in diese Linie halt reingehe. Was ich häufig sehe, ich meckere jetzt einfach mal ein bisschen über Sachen, die ich so sehe, dass hier gearbeitet wird und dann ist da drüben die Kamera und dann wird so gearbeitet. Ja, dann wird also so Matthias guckt jetzt gerade genau in die andere Richtung, wo das Mikrofon ist. Aber vielleicht nochmal ein guter Hinweis, wir sind auch auf YouTube zu finden. Das ist gut, besser zu visualisieren, aber jetzt sehen wir weiter. Wirklich.
Also ja. Also du hast vielleicht solche Bilder schon mal gesehen, wo dann wirklich so freudestrahlend jemand dann irgendwas macht und dann so guckt. Und das versuche ich natürlich zu vermeiden. Deswegen mit diesen Anweisungen ist halt höchstens, dass ich sage, denk jetzt vielleicht nicht daran, dass du gerade das Werkstück in 10 Minuten fertig bekommen musst, weil dann zieht sich halt das Gesicht zusammen, weil diese letztendlich diese Steuerung der Gesichtszüge funktioniert ja in erster Linie durch Gedanken. Ja? Und ich versuche es halt immer irgendwie einen entspannten Gedanken reinzubekommen. Weißt du, ich denke an ein Bierchen nach der Arbeit, denk an den nächsten Urlaub, denk an, was weiß ich, irgendwie eine Beförderung, Prämie, neue Maschine, was auch immer. Also irgendwie irgendwas zu finden, was denjenigen, der es gerade macht, sich wohlfühlen lässt. Und das ist eigentlich so der Moment, wo man die schon ein bisschen aus ihrer Arbeitswelt rauslösen muss, weil einfach sonst die Gesichtszüge natürlich dann zu kontrahiert sind und vielleicht Stirnfalte und dann, ne, dann wird halt wirklich gewerkelt. Passiert auch ganz oft bei Arbeitsszenen, wenn sich so Kollegen miteinander unterhalten. Das ist ja auch gern genutzt fürs Recruiting. Dass denn Teamkollegen anfangen, über Themen sich zu unterhalten. Und dann wird es ne, schwierig so. Deswegen, was ich neulich gemacht habe bei einer Firma in Leipzig, sagt, waren lauter Wissenschaftler, gesagt, redet mal bitte über, ist ja Foto, man hört ja nicht, was er sagt, redet mal bitte über irgendwelche verrückten Verschwörungstheorien. Und das war herrlich, weil das hat genau das gemacht mit den Gesichtern, was ich halt haben wollte, eben wirklich was leicht ist, aber trotzdem ein Dialog, den man den Leuten abkauft. Genau. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, schon. Das Bild ist dann natürlich, aber so ein bisschen, also wenn man das so fürs Recruiting dann nimmt und sagt, guck mal, wie schön hier locker die Arbeitsatmosphäre ist und wenn sich normalerweise alle unterhalten und immer so sehr verbissen gucken, dann ist es natürlich, ne? Deswegen ist es Werbefotografie, weil ein Ja. kleines bisschen an der Nein, Schönerschraube aber ich darf verstehe. man, davon soll man ja drehen. Also weil Ich verstehe ja schon, was du meinst. Alles gut. Ich glaube, das ist, ganz ehrlich, du siehst ja sowieso in der Werbung. Weißt du, wenn du für so ein, ja, weiß ich nicht, wenn du so gegen so ein Durchfallprodukt, weißt du, wenn du für so ein Durchfallprodukt Werbung machst und die Leute dann da sitzen, erst mit so einem verkrampften Gesicht auf der Couch und danach, ah, wie beseelt, das Produkt in die Kamera halten. Also, irgendwo, ich weiß nicht. Naja. Wir sind's gewohnt, ja. aber Matthias, ich finde, du erzählst es sehr schön und du gibst ganz schöne Beispiele, wie sowas aussehen kann und wie man das in Szene setzen kann. Hattest du schon mal einen Moment, wo es dir irgendwie schwer fiel, was zu bebildern, weil entweder der Prozess vielleicht gar nicht dazu wirklich gemacht war, dass man es gut fotografisch festhalten konnte oder weil einfach die Person, die es da gemacht hat, nicht gut war oder weil das Setting nicht gut war? Schwierig wird es tatsächlich, wenn man mit ganz, ganz neuen Maschinen arbeitet. Weil die so alte Maschinen sind ja irgendwie super. Da sind irgendwie Manometer dran, irgendwelche Anzeigen, große Knöpfe zum Drehen und zum Stellen. So, da kann man, finde ich, Arbeit gut zeigen. Schwierig wird es in dem Moment, das ging mir mal bei einem Shooting für eine Druckerei. Und die aktuellen Druckmaschinen, die sehen im Grunde genommen aus wie große Kühlschränke. Das heißt, die sind alle irgendwie gekapselt und da könnte auch ein Schaltschrank drin sein, kann aber auch eine Druckmaschine drin sein, kann alles Mögliche drin sein. Ne? Also diese modernen Maschinen, so gut die auch technisch sind, die sind dann erstmal, finde ich, langweilig. Und dann muss man sich wirklich was einfallen lassen. Also an dem Punkt wird es tatsächlich schwierig oder schwieriger, als wenn man irgendwie wirklich denn so ein, man kennt ja vielleicht so alte Druckmaschinen, ne? Die haben halt wirklich diese Ansaugdinger noch und so Transportbänder und wo man wirklich sieht, was die Maschine macht, wo ich auch glaube, weshalb Menschen auch Oldtimer unglaublich lieben, weil es so Technik zum Anfassen ist, weil es auch irgendwie ein Gesicht hat, weil auch noch anders vielleicht auch designt worden ist, ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr auch mit einer persönlichen Note drin. Sogar bei Maschinen gibt es ja auch, ne? Dass man so bestimmte Konstruktionsmerkmale da wiedererkennen kann vom Ingenieur. Und da wird es tatsächlich relativ schwierig, wenn man sich dann eben eine andere Story überlegen muss, weil da nützt halt nicht, die Maschine irgendwie an sich zu fotografieren, sondern da muss ich mir halt überlegen, was muss man in die Maschine sozusagen reingeben oder was kommt aus der Maschine raus. Und sich damit beschäftigen. Also quasi weg von der eigentlichen Industriefotografie, sondern mehr so zum Szenischen hin. Und da ist man dann wieder mit diesem sich Zeit nehmen, sich hinsetzen, natürlich auch mit den jeweiligen Verantwortlichen sich abstimmen. Das ist ja auch oft, dass man da mal kurz ins Gedächtnis heben muss, wir machen jetzt die Bilder nicht gerade für die Geschäftsführung, also natürlich auch, aber im Grunde genommen für die Zielgruppe. Und die Geschmäcker können ja völlig verschieden sein. Ne? Dieses klassische, wahrscheinlich wurde es in dem Podcast auch schon 100 Mal gesagt, so der Wurm muss halt dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So, und dieses Herauslösen seines eigenen Geschmäckles und sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich mal in diese Zielgruppengeschichte reinzudenken.
das ist dann ein großes Thema. Da muss man wirklich relativ mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, was will ich eigentlich? Ja, weil manchmal habe ich auch schon erlebt, verliert man sich in Shootings, dann hat man irgendwie Ideen, irgendwie läuft alles super und dann so, Moment, was wollen wir eigentlich jetzt machen? Aber ist das, ich meine, das macht für mich absolut Sinn, aber ich glaube, viele Leute, die schon mal mit KundInnen gearbeitet haben, die sind ja auch manchmal nicht immer einfach. Ne? Und den, ich glaube auch, das Prinzip, denen muss das halt auch schmecken, ist dann, glaube ich, auch nicht so weit hergeholt. Also sehen deine Kunden das auch ein oder sagen die, ja stimmt, da hast du recht. Oder ist das manchmal auch schwieriger, dass die dann vielleicht auch gar nicht verstehen, was du dir gerade für ein Storytelling ausgedacht hast und dann sagen, ja, ich mach das mal normal. Grundsätzlich, wenn die Zeit da ist, probiere ich beides. Ne? Mhm. Also wird die Kundenidee schon mal probiert, mal anfotografiert, auch mal dann eben, dass man sich das auf dem Monitor mal angucken kann. Und dann frage ich halt, ob ich auch noch mal kurz was dazu fotografieren darf. Und dann kann man ja wirklich dann zusammen nachher gucken. Ich will nicht immer sagen, dass meine Idee immer gewinnt. Na, da bin ich vollkommen uneitel, weil ich sehe mich als Dienstleister. Und wenn einer sagt, nee, das gefällt mir nicht, aber mach mal so weiter, bin ich schmerzfrei. Ne? Weil ich bin ja da kein Künstler, der in seinem Kreierungsprozess dann sich unterbrochen fühlt, sondern das ist ja schon ein Bewusstsein, was man auch, glaube ich, werdenden Fotografen auch mitgeben muss. Da geht es ja nicht darum, das zu bedienen, was man selber irgendwie so ultimativ gut findet, sondern da geht es wirklich darum, einfach auch eine Dienstleistung zu machen. Und eine Dienstleistung muss ich als Fotograf selber auch vielleicht gar nicht mal super toll finden, sondern ich muss da auch die Fähigkeit haben, ich trete zurück und sage, alles klar, hab verstanden, wie du es haben willst, machen wir es so. Ist vielleicht nicht so, wie ich es machen würde, aber egal, funktioniert ja. Hast du denn, also weil du jetzt gerade meinst, okay gut, es ist Dienstleister, aber vorhin hast du auch gesagt, dass du würdest auch nicht sagen, dass es nicht unkünstlerisch ist, was du machst für dich. Genau. Gab es denn irgendwie mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ja okay gut, hier können wir jetzt noch ein bisschen mehr reinhauen, hier kann das noch ein bisschen mehr, sag ich mal, ein bisschen mehr ballern so und am Ende hat der Kunde gesagt, du, ich hätte jetzt einfach nur gerne eine Werkbank, einen Hammer und eine Frau mit einem Bauhelm, ja, die auf den, weiß nicht, auf den Stein kloppt oder... Gab es, das war ein Auftraggeber für Atemmaskenverschönerungen. Ich habe mir wahnsinnig viel überlegt, wie man diese Masken, die man ja heutzutage aus gewissen Gründen sehr häufig in der Öffentlichkeit sieht und in geschlossenen Räumen, ich habe mir überlegt, wie kann man so eine Maske so fotografieren, eine Maske gibt eigentlich ja wirklich nichts her. So, also, ne, so, die hat irgendwie so eine Form, wie sind jetzt so diese bisschen komplexere, die mit einem Ventil gewesen, mit so einem mit einem Textilstoff drauf und ein bisschen ausformuliert und ausgeformt. Und da habe ich mir ewig überlegt, wie kannst du das Ding eigentlich so künstlerisch, so schön, wie es eigentlich geht, fotografieren. Habe mir irgendwie Sachen im Netz angeguckt und mir dann überlegt, was baue ich da draus? Habe dann voller Stolz die Sachen gezeigt und dann kam genau der Moment, den du gerade beschrieben hast, und gesagt so, nö, ich will das aber eigentlich so... weiß ich, so wie ein ganz einfaches Listing bei eBay oder Amazon haben. Haben die Zähne kurz geknirscht, vielleicht habe ich auch was dazu gesagt. Aber letzten Endes macht der Kunde den Call und dann ist es halt so. Aber ist das denn nicht klassische Produktfotografie? Ja klar, spricht ja nichts dagegen. Die ist ja Produktfotografie, die kann man ja auch unglaublich fein facettiert auf. Ich bin kein Produktfotograf, also ich mache zwar auch Produktfotografie mal so mit, aber es gibt natürlich in dem Bereich Produktfotografie auch Leute, die machen wirklich nichts anderes. Ja, die haben irgendwelche Hallen, riesengroße oder riesengroße Studios und dann schickst du das Zeug rein und dann kümmern die sich halt darum. Mhm. Und in der Regel, das ist dann wirklich so diese Blackbox, schickst Produkte rein, kriegst geile Fotos raus. So. Da würde ich für mich eine Grenze ziehen. Aber was so eine normale, also gut, was ist normal, ne, aber ja, jetzt nicht komplett abgehoben oder extrem künstlerisch versierte Produktfotografie gibt es ja auch. Also letzten Endes ist es ja immer die Frage, was soll wer wie wo verkauft werden. Manchmal macht es ja auch Sinn, Produkte doch künstlerisch so weit zu überhöhen, dass man es nicht mehr erkennt, um so gewisse Aha-Effekte in der Werbung hervorzurufen. Aber diese also Produktfotografie, ja, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, kann ja super nüchtern sein. Das ist das, was der Kunde damals haben wollte, weil der hat gesagt, ey, das ist mir viel zu abgespaced mit deinen Lichtverläufen da drin und verschiedenfarbigen Schattierungen. Ich will das wirklich ganz simpel haben, weil ne, das ist so, wir denken, weil auch wieder wir denken, unsere Zielgruppe möchte das so haben. Und ja, und dann tritt man eben den Schritt zurück, sagt vielleicht nochmal kurz was dazu und macht dann so weiter, wie es gemacht werden soll.
ist dann so. Also ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb ich den auch noch mal ein bisschen jetzt ausführlicher darüber sprechen will. Was, wenn man denn in die Fotografie reingehen möchte, dem muss man sich auch wirklich auch bewusst sein, dass es dann nicht immer darum geht, wie man es eben selber cool findet, sondern es ist dann eine Auftragsarbeit. Wie akquirierst du denn deine Kunden? Weil es klingt für mich jetzt erstmal auch manchmal so, als müsste man es einem Unternehmen irgendwie vielleicht auch mal pitchen, ja, dass das, was sie halt verkaufen wollen, oder das, wofür sie halt ein gewisses, was sie später wegrecruiten wollen, mhm, ja, dass du das natürlich ein bisschen bebildern musst, dass die Leute sich da was vorstellen können, und das macht man am besten dann mit Bildern. So. Aber warum sollten sie einen Fotografen nehmen und nicht jemanden, der dir da so einen kleinen 2-Minüter dreht? Weil dann hast du ja das Bewegtbild, hast du eine schöne Erzählstimme runterlegen. Also, ja, weißt du, so, warum entscheidet, sollte ich mich, was, oder andersrum gefragt, sagen wir es mal anders, was sind Situationen, wo sich Unternehmen eher für einen Fotografen oder für eine Fotografin entscheiden als für jemanden mit einer Kamera? Also ich sehe das immer gar nicht so, dass so Film und Foto so gegeneinander sind. Ich habe ja mit Patrick ja auch schon ein fantastisches Projekt gehabt, wo wir wirklich wie zwei Zahnräder miteinander funktioniert haben, weil da einfach auch beides gefragt war. Am Ende ist es, glaube ich, immer eine Frage des Budgets, und es ist die Frage auch der Kanäle, die man bedienen will, weil logischerweise brauche ich auf YouTube keine Standbilder und auf Instagram vielleicht auch etwas weniger Videos. Also hängt ja letztendlich dann immer von der Kommunikationsstrategie ab, und ich sag mal, so ein Bild funktioniert natürlich auch geprintet. Also wenn man jetzt wirklich noch ganz klassisch irgendwie Druckmaterial verteilt an wen auch immer, wenn es auch hoffentlich irgendwann mal wieder gute, große Messen gibt, würde ich sagen, dann muss es halt einfach denn ein Foto sein. Und wenn die Jungs aber sagen, nee, wir wollen eigentlich nur einen QR-Code draufdrucken, wo der Kunde auf so eine Homepage kommt, wo er dann von da aus sich wirklich medial einmal komplett durchreisen kann, dann ist es halt das. Also da bin ich total schmerzfrei. Was halt eher ein Ansatzpunkt ist, wo du gerade gefragt hast nach dem Thema Akquise, ist, wenn man denn, also weil ich gucke ja schon nach Unternehmen, wo ich sage, ah cool, interessiert mich, würde ich wirklich selber gerne mal angucken. Einmal ein Unternehmen akquiriert in Nordbrandenburg, die stellen so Bioreaktoren her, in denen Zellkulturen sich wohlfühlen. Ne? In dem Fall auch wirklich ein richtig, richtig gutes Projekt, weil die nämlich im Rahmen der Krebsbekämpfung arbeiten. Und die nehmen Tumorzellen aus dem Körper heraus, extrahieren die, weil unser Körper fängt ja sofort an, mit seinem Immunsystem dagegen zu arbeiten. Da gibt es die sogenannten T-Zellen, und die werden dann in diesen Bioreaktoren gezüchtet, die fühlen sich da irgendwie super wohl, und dann hat man sozusagen als Mensch eine höhere Chance, den Krebs mit eigenen Mitteln zu bekämpfen, weil man eben jetzt nicht nur eine Armee von 1000 hat, sondern eine Armee von, keine Ahnung, 10 Milliarden auf einmal hat. Und das war ein Unternehmen, da habe ich halt angerufen, und da war ich auch relativ kackfrech. Ich so, also was, mit ihren Bildern, vielleicht können wir da mal drüber reden. Da hat ein Professor, 85-jähriger Geschäftsführer, hat nur gelacht und meinte, ja, sie laufen gerade offene Türen mit mir ein, sehe ich ganz genauso, weil da war es eher so diese Konkurrenz zum Werbefotografen ist meist Herr Lehmann aus der Buchhaltung, der macht immer so schöne Sonnenuntergangsfotos. Dann macht er doch locker das alles mit, das ist doch gar kein Problem, oder? Und dann wird er so intern so mal kurz abgekantet, und dann wird eben der Fokus völlig aus, meiner Meinung nach völlig verloren, weil dann machen letzten Endes Leute, die eigentlich in einem anderen Genre vielleicht wirklich super sind, ne? Herr Lehmann aus der Buchhaltung macht vielleicht wirklich Bomben-Sonnenuntergangsfotos, die ich vielleicht gar nicht kann, aber dieses spezifische Genre, das wird dann einfach, da wird dann gar nicht so unterschieden zwischen Businessfotograf, Hochzeitsfotograf, Reportagefotograf, Industriefotograf, was nicht alles für Fotografen gibt, sondern sagt, der macht da immer was mit der Kamera, dann nehmen wir einfach den. Ist doch einfacher, der ist ja eh da. Muss ich aber auch mal einhaken. Hat das so bei dir nicht auch angefangen? Hat ja auch einer zu dir gesagt, ey, du machst doch schöne Fotos, kannst nicht meine Hochzeit fotografieren. Also der Gedankengang ist jetzt nicht so abwegig, dass Herr Lehmann natürlich eigentlich so schöne Sonnenuntergangsfotos macht und sonst irgendwie weiß er nicht, in der Buchhaltung sitzt. Wenn ich jetzt komplett wie Mr. Spock antworten würde, würde ich sagen, hat der Kollege, der mir damals Geld geboten hat, es auch falsch gemacht. Weil er hätte googeln müssen, Hochzeitsfotograf. Aber er hat voll daran vertraut, was du gemacht hast. Und, genau, das ist diese menschliche Ebene, und die ist ja dann bei der Akquise wahnsinnig wichtig, dass du deinem Gegenüber das Gefühl gibst, der macht das schon. Egal was passiert. Der macht das schon. Und ich meine, im Zweifel, auch das gehört ja auch zur Wahrheit, weißt du, wenn Herr Lehmann bombastische Fotos gemacht hätte, dann hättest du da auch nicht angerufen. Oder doch? Der ist ja oft nicht der Fall. Denn. Also ich habe mir jetzt extra diese... Also ich,
den Fall rausgesucht, wo man eben, wo es einfach raussticht, nicht weil es super ist, sondern da sieht man ja, da ist der Kunde, der ist ja dann happy. Ne? Und warum soll man in eine vernünftige Kundenbeziehung irgendwie da reingrätschen, nur um sich einen Auftrag reinzuholen? Da bin ich auch für Fair Play. Aber es gibt genug Beispiele in der Industrie, wo man sagen kann, wow, krass, ja, da ist echt eine Menge Aufholbedarf und da kann man richtig was machen. Wie viele Aufträge hast du im Jahr? Also unter normalen Umständen? Unter normalen Umständen würden das, das muss man kurz rechnen, 3 bis 4 im Monat. Genau, also dann mit ein bisschen Urlaub abgezogen, was kommt da raus? 40? 30, 40, so in dem Dreh, genau. Also große. Ne? Da sind noch kleinere dabei. Ich mache auch Porträts für Coaches, für alle möglichen Menschen, die eben darauf angewiesen sind, wenn sie digital auffindbar sind, dass man irgendwie einen guten Eindruck von denen hat. Also dieses klassische Porträtthema, nicht zu nahbar, nicht zu ausgeflippt. Also ich bin ja eher so leicht konservativer Typ von der Bildsprache. Ich bin jetzt nicht der Jürgen Teller, der dann da interessante Sachen auf dem Grabstein macht. Ja, da muss man sich natürlich dann auch finden, weil da muss man auch, das ist auch so ein Punkt der Selbsterkenntnis, wo man auch sagt, okay, ich kann doch nicht alles und jeden happy machen, das muss man auch akzeptieren. Ne? Wenn, das ist, glaube ich, wie wenn man ein Sänger ist, dann muss man auch hinnehmen, okay, 10%, die gehen total ab auf meine Mucke und der Rest, der hasst mich vielleicht sogar. Ja? Es gibt über 10.000 Leute auf YouTube, die bei Purple Rain von Prince den Daumen runter gemacht haben. Nein, haben wir und analysiert, über, wer das war. Ich meine, gegenüber von über 1 Million, die es halt geil finden. Und das kann man, das ist aber am Ende das, was du sagst. Es ist am Ende das, was du sagst. Du kannst halt irgendwie für viele Leute richtig guten Shit machen, ja, aber es gibt immer noch Leute, die meckern bei Purple Rain. Also du kannst es nicht allen Leuten recht machen. Was ich mich aber dann noch frage ist, bevor wir wirklich auch nochmal auf die Porträts zu sprechen kommen, finde ich auch sehr spannend. Mhm. Hast du schon mal einen Auftrag abgelehnt? Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Babybauch-Shooting gefragt ist. Da... da würde ich höflich Danke sagen, aber weil man muss ja irgendwie als Fotograf, vielleicht schnacken wir da nachher noch drüber, Thema Positionierung. Ne? Das ist ja, wo stellt man sich auf, wo sieht man sich? Und wir haben ja gerade über deinen 17 Jahre alten Sohn gesprochen. da würde ich mich jetzt nicht zu Hause fühlen und könnte dementsprechend auch wahrscheinlich nicht so abliefern, wie sich das denn die werdende Mutter vielleicht vorstellt. Ja, aber vielleicht auch so in der Industrie, also dass du gesagt hast, nee, also keine Ahnung, da stehe ich jetzt nicht so hinter. Du meinst, wenn mich jetzt zum Beispiel eine Waffenlieferant fragen würde, ob ich eine beispielsweise mal seinen Panzer fotografieren würde? Ja, würde keine Ahnung, zum Beispiel. Ja, nee, hatte ich so noch nicht. Okay, aber gibt's. Und ich bin auch noch nicht sozusagen für mein Wertesystem auch noch nicht irgendwie ins Wanken gekommen, wo ich gesagt habe, so, nee, das ist mir irgendwie zu heikel, was die machen, das ist mir irgendwie zu heftig. Weil ich glaube auch diese Bereiche, die so, ja, nehmen wir jetzt mal ruhig wirklich die Rüstungsindustrie, die brauchen ja auch Marketing, ne? Letzten Endes verkaufen die auch ihre, ich nenne es mal einfach jetzt ganz nüchtern und kühl Produkte und die müssen ja auch an die Käuferschicht irgendwie gebracht werden. Aber hatte ich so noch nicht, nee. Was ich mal hatte, was vielleicht mal wirklich eine komische Geschichte war, das ist mir bis jetzt ein einziges Mal ich bin jetzt seit 2016 selbstständig, passiert ist, eine Coachin hat mich beauftragt, eben so ein Personal Branding Shooting, um das mal mit diesen wunderbaren Anglizismen mal zu schmücken, also sprich ein Wer-bin-ich-Shooting zu machen. Mhm. Ne? Also sprich so ein bisschen die seriösere Seite und ein bisschen die lockerere Seite einmal zu fotografieren und wir haben einen halben Tag uns ausgedacht, sind dann durch eine Stadt geschlendert und haben uns da verschiedene Szenarien eben überlegt oder auch verschiedene Plätze, wo man gute Porträts machen kann, also sprich vom Close-up über das Halbporträt bis hin zum kontextuellen Komplettporträt, also sprich Person sitzt irgendwo und fühlt sich wohl. Und beim Shooting, was mir wichtig ist, ich zeige immer wieder dem Kunden die Fotos. Ja, das hat nichts mit Unsicherheit zu tun, sondern einfach eben mit der Bedienung des Geschmacks. Und gerade wenn man jetzt sagt, Coach, ist ja wahnsinnig wichtig, dass da denn doch der Coach eigentlich fast nur zufrieden ist, weil der im Idealfall ist der so reflektiert, dass er auch sieht, wie er medial auf dem Foto wirkt. Und deswegen lasse ich mir die Bilder, die Bildsprache und die Ideen dann wirklich immer on the flight einfach schon mal freigeben. Also sprich, passt der Winkel, ne?
Man muss natürlich ja auch dann auf so individuelle Themen eingehen. Weißt du, einer hat vielleicht, weiß nicht, irgendwie eine fiese Narbe unterm Auge und sagt, nee, dann fotografiere mich mal lieber von der anderen Seite, weil ich will nicht, dass sie so zu sehen ist. Ne? Dass man auf solche Befindlichkeiten auch eingeht. Und bei diesem Shooting war alles super. Er hat verlängert, wir haben wirklich fast den ganzen Tag geschootet. Und ich finde die Bilder auch bis heute super. Schick ihr die Auswahlgalerie und kriegt nach einer Woche kein Feedback, nach zwei Wochen kein Feedback, rührt sich nichts. Ne? Und dann denkst du, jetzt musst du mal anrufen, was ist da los? Ne? Ja, also ich erkenne mich auf den Fotos ja überhaupt nicht wieder. Und dann saß ich mit so einem riesengroßen Fragezeichen da und habe überlegt, was hättest du anders machen können? Ne? Man ist ja irgendwie immer in so einer Verbesserungsschleife drin, überlegt so, okay, das darf niemals passieren, so ein Ding. Das wäre eigentlich nur passiert, wenn man die Bilder die ganze Zeit jemandem nicht gezeigt hat. Mhm. Wenn man aber die ganze Zeit sich quasi diese Rückkopplung holt, um zu gucken, ist man so zusammen auf dem richtigen Weg unterwegs und du kriegst die ganze Zeit so Daumen hoch, super, klasse, klar, komm, wir machen noch weiter. Das war ein Moment, wirklich ein einziges Mal passiert, wo ich dachte, wow, krass, was war das denn? Ja, und dann habe ich nochmal das Gespräch gesucht, weil mir das wichtig war, einfach auch für mich und auch für sie, weil ich da wirklich mit so einem großen Fragezeichen nach dem Shooting da gesessen habe, dass ich dachte, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja, und dann irgendwann nach längeren Gesprächen meinte sie dann auch, ja, sie war irgendwie persönlich noch nicht so weit und hat sich dann noch nicht so darstellen können. Also ich habe das immer eigentlich bis heute noch nicht ganz verstanden. Auch die Leute, die die Bilder mal gezeigt haben, gesagt, ja, funktioniert doch, weil auch die diese Person halt kannten. Funktioniert doch, aber kann eben auch mal passieren. Also jetzt vielleicht nicht so ein direkt einen Auftrag abgelehnt, aber so ein Auftrag eigenartig gelaufen, wirklich ja. Sehr schräg gelaufen. Was mal, ich muss nochmal, also wir gehen jetzt mal eine 8. Mhm. Ja? Also gehen nochmal ganz kurz zurück zu der Positionierung. Und du hast gesagt, bisher gab es noch nichts, was dich in deiner Einstellung irgendwie getriggert hat, wo du absagen musstest. Was wäre etwas, was du absagen würdest, außer jetzt so einer Babybauchgeschichte? Also wo du aus Überzeugung sagen würdest, nee, das mache ich nicht. Gibt es da irgendwas, was dir gerade irgendwie einfällt? Wie viel Zeit habe ich nachzudenken? Naja, so ein... Bis Patrick Stopp sagt. An dieser Stelle. Bis der Akku alle ist. Ja. Nee, aber naja, alles, was halt gegen meine persönlichen Wertesysteme verstößt, okay, generische Antwort, nur zum Zeitgewinn. Ja, wenn es, also ich glaube, Kriegstechnik, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das wäre, glaube ich, so ein Ding, wo ich sage. Was ist, wenn irgendeine, du sagst, es gibt Porträts, da kommen zum Beispiel Coaches zu dir oder vielleicht, sagen wir mal, Moderatoren kommen zu dir. Es gibt ja auch Politiker, die das machen würden oder PolitikerInnen. Ja, ja. Wäre dir das zum Beispiel auch egal, von welcher Partei nur beispielsweise oder in der Autoindustrie oder wenn jetzt Nestle kommen würde? Nestle, ja. Also, Nestle ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ich glaube, du willst ja mehr so über diese Politikergeschichte. Nein. Ich will nur wissen, es gibt Dinge, oder ich kenne das ja zum Beispiel, es gibt Dinge, die... Da würde ich jetzt zum Beispiel mit denen würde ich mich nicht hinsetzen und einen Podcast für die machen. Also so aus meiner Richtung. Oder wenn ich jetzt mit Nestle jetzt sagen würde, ey, pass auf, wir finden, du bist ja irgendwie ein ganz netter Typ. Mhm. Ja, hast du Lust für uns Werbung zu machen? Ja? Und für uns in unsere Produkte zu machen. Weißt du, das sind nur die ersten Sachen. Oder hier, wir brauchen, die Bundeswehr kommt und sagt, ey, wir brauchen ein paar richtig coole Social Clips, wo uns ein Moderator erzählt, wie geil es ist, mit einer Panzerfaust irgendwo durchzulaufen. Also völlig überzeichnetes Bild, weißt du, ich will das jetzt erstmal gar nicht bewerten, nur als Option zu geben. Weißt du, was ich da meine? Ja. Ich denke schon die ganze Zeit drumherum. Also wo... Ich finde halt dieses Thema, was ja gerade so ein bisschen hochkocht, also was mich jetzt zum Beispiel sehr geärgert hat, ist, dass ein Discounter, die haben Saftflaschen verkauft. Und da waren immer Statements für die Partei drauf. Du weißt, was ich meine, dieses Beispiel? Nein. Ich glaube, das war bei Edeka, da gab es so verschiedene Säfte. Und ich glaube True Fruits. Wir nennen das jetzt einfach mal ganz kurz. Ich glaube, es war ein Smoothie und die haben, glaube ich, gegen oder für eine Partei irgendwie irgendwas drauf gedruckt. Genau, wir können es ja ruhig beim Wort benennen. Die haben die AfD-Flaschen aussortiert und diesen Akt der Cancel Culture ist halt hochgradig undemokratisch. Selbst wenn diese Partei ja auch so, sagen wir mal, antidemokratische Züge vielleicht hat,
Ja? Also Moment, da gab es halt Flaschen, die hatten so wie bei, wie wenn WM ist und Coca-Cola halt eine machen. Eine SPD-Flasche, und, genau, ah, CDU-Flasche, ja, okay, so, so wie Sammelflaschen mit Verteilung. Grüne Flasche, genau, ah, ja. So, sozusagen immer mit so ein bisschen so Wahlslogan drauf und da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt und dachte so, das ist nicht demokratisch. Selbst wenn mir das nicht gefällt, die Partei, so scheint die ja eine Resonanz zu haben, die man einfach hinnehmen muss. Und wobei mir, also um jetzt mal auch deine vorhergehende Frage nochmal richtig zu beantworten, da würde mir wahrscheinlich mit diesem Parteisystem, würde mir auch schon schwerfallen, da Ja zu sagen, weil es einfach nicht meine politische Überzeugung ist. Wobei es auf der anderen Seite eben auch wieder eigentlich interessant wäre, bei einem Shooting wirklich mal jemand mit jemandem auch mal vielleicht mal eben vorher oder nachher auch mal zu sprechen, mal zu gucken, wie ist denn diese Person? Okay, also wir das Politiker-Innen-Thema und das Parteithema ist natürlich immer so leicht. Ne? Also, nein, aber das ist das, also das ist ja das, was gerade, also zumindest in meinem Kosmos so wahrgenommen wird, dass so unbequem ist, wo es vielleicht auch wirklich echt zäh ist, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, was halt so weggekapselt wird. Es gab Aufrufe auf Facebook, wenn du was von der AfD likest, schmeiße ich dich aus meinem Freundeskreis raus. Ja, finde ich ist passt ja vielleicht auch ganz gut dahin. Also, weil es ist ein Thema, was ich schwierig finde persönlich, weil wenn man jemanden wegcancelt, dann isolieren die Gruppen sich ja noch mehr. Man hat kein Auge mehr drauf, was da eigentlich wirklich passiert und verliert auch den Gesprächsfaden. Worauf ich ja jetzt hinaus will, ist ja, und jetzt mal, egal ob es Politik ist, ob es irgendeine Art von Dienstleistung gibt, ob es ein Verein ist, ja, du kannst, wenn du Fußballfan bist und dann kommt, und sagen wir mal, du bist Schalke-Fan und dann kommt aber irgendwer von Borussia Dortmund zu uns und sagt, ey, wir wollen aber unbedingt, dass du unsere neuen Autogrammkarten für Dortmund machst, weißt du, oder für unsere Spieler machst oder unser schönes Stadion da mal in Szene setzt. Das kann ja auch eine Sache sein. Also wir fahren jetzt hier gerade natürlich mit einem großen Pott. Ja, geil, passt in dem Fall sogar. Aber das ist, du verstehst, worauf ich so ein bisschen hinaus will, oder? Das kann ja auch im Kleinen passieren. Ja, ich versuche halt immer mit meiner Neugierde zu antworten, weil letzten Endes würde ich auch, weil man hat ja oft so, also ich spule nochmal kurz zurück. Eine Idee, die ich gerade habe, wenn ich mal wieder freie Zeit habe, mehr als aktuell, würde ich gerne das Thema Klischees mal angehen. Also sprich, jemanden, der von Kopf bis Fuß durchtätowiert ist und weiß ich nicht, überall Metall drin, das am Flughafen alles piept und hupt irgendwie. Und derjenige ist vielleicht, keine Ahnung, hat ein Beerdigungsinstitut oder ist Mediator für ganz friedliche Themen. Sprich, es wird mir schwerfallen, irgendwas pauschal so abzulehnen, weil ich einfach zu neugierig wäre, um mein eigenes Klischee entweder zu kippen oder zu bestätigen. Also ich, weißt du, was ich meine? Also es fällt mir unglaublich schwer, so. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, meine Frage ist nochmal eine andere. Ich versuche es mal noch deutlicher zu machen. Sag mal, du bist Hardcore-Umweltschützer, also wirklich massiv. Ja? Jeder, der mit dem Auto fährt, sofort raus. Egal wohin, aber raus. Ja, ja? Also irgendwie, gibt's ja. Zum Beispiel, also nur das ist das völlig überzeichnete Beispiel. Ja? Jeder, der einmal einen Kurzstreckenflug gemacht hat, Berlin, oder generell mal im Flugzeug, weißt du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ihr da draußen wisst das auch so. Und sagen wir mal, du wärst jemand, der das übertrieben pusht. Ja? Mhm. Und dann kommt aber das Formel-1-Team von Ferrari und sagt, komm, begleite uns doch mal auf unserer Tour. Wir wollen irgendwie, dass du hier den Carlos Sainz und den Charles Leclerc ein Jahr lang fotografierst, wie Paul Ripke Lewis Hamilton fotografiert. Was machst du dann? Ja, ich hab halt so eine harten Linie habe ich ja nicht. Also ich glaube, fast in allem ist irgendwas Gutes drin. Also deswegen habe ich die Frage schon richtig beantwortet, weil ich bin halt nicht so ein Hardliner in der Hinsicht. Also dass ich jetzt wirklich sage, oh krass, das ist jetzt so heftig gegen mich. Gegen deine Prinzipien. Gegen meine Prinzipien. Ich wäre halt immer noch irgendwie neugierig. Also ich wäre wirklich immer neugierig, weil ich würde immer gucken, was ist wirklich los. Also dann würdest du nichts ablehnen. Ja, sag nie, also. Aber dir fällt jetzt erstmal so von deinen Prinzipien her nichts ein, wo du sagen würdest, es gibt jetzt, also wenn jetzt die Bundeswehr zu mir kommen würde, würde ich jetzt nicht sagen nein, würde ich mir zumindest mal anhören, würde ich mal gucken. Genau. Wenn jetzt Partei XY kommen würde, würde ich mir zumindest mal anhören, würde ich zumindest mal gucken. Immer. Wenn, gut, aber das ist doch eine Antwort, Matthias, das ist doch genau die Antwort. Immer, ja. Und jetzt spulen wir, jetzt kommen wir wieder zu 8. Ja. Jetzt, ja, okay. Im großen Preis vom Comacon-Parcours gehen wir jetzt auf die schnelle Gerade, nämlich zurück zum Porträt. Let's go.
Weil ich hatte letztens auch eine Situation, in der ich auch Fotos brauchte oder Fotos auch von mir machen lassen wollte, und eine gute Freundin von mir, die auch fotografiert, hat mir das angeboten, dass ich das mit ihr machen kann, und ich fand das irgendwie gut. Aber dann kam es zu dem Punkt, dass sie meinte, ja, was willst du denn haben? Und ich wusste es nicht. Ne? Also nur um diesen Perspektivwechsel zu schaffen, du brauchst Fotos, wenn du Coach bist, wenn du Politikerin bist, wenn du Moderatorin bist, wenn du Schauspielerin bist, was auch immer. Aber dann heißt es ja, wie willst du denn dargestellt werden? Oder was willst du denn haben? Und so, du weißt es ja, also mir fiel das extrem schwer, ja, zu sagen, wo, wie, was will ich denn da haben? Wofür waren denn die Bilder gedacht? Naja, erstmal für Instagram. Das ist tatsächlich ganz platt, weil das ist für mich so das Nummer 1 Kommunikationsmedium ist. Wenn Leute mich finden wollen, dann gucken die auf Instagram so. Genau. Und wenn ich jetzt für LinkedIn was machen will, dann ist mein Profilbild vielleicht nicht mit dem Hansa-Schal irgendwie auf der Süd mit Kotze auf dem Littmann-Trikot. Aber, also obwohl das sowieso nie sein sollte. Ja, das, aber ach, zweitens sage ich immer Mut zur Persönlichkeit, warum nicht? Also warum muss man jetzt sich an LinkedIn anpassen, wenn man das selber gar nicht ist? Also, ja, okay, auch guter Punkt, aber weißt du, was ich meine? Also warum, ja. Die Frage an dich ist jetzt mehr, bin ich da jetzt eher so der Sonderling, dem das so irgendwie schwerfällt, oder sind deine KundInnen da so ein bisschen schon tatsächlich, dass sie da eine Vorstellung haben, und dann setze ich mich da auf die Brücke und dann habe ich da hier lieber so ein T-Shirt unterm Sakko an und mal kein Hemd und da laufe ich mal barfuß unterm Regenbogen und schreibe Gedichte? Und also was ist... Sind die da ein bisschen härter oder musst du da auch ein bisschen mitmachen? Oder berätst du da vorher, wie tief gehst du damit rein? Ja, unbedingt. Also das ist ja ein großer Teil, weil letzten Endes, wenn einer anruft und sagt, ich brauche ein Foto oder Fotos, dann ist eigentlich auch oft gar nicht so klar, warum, wofür eigentlich. Deswegen gleich meine erste Frage an dich, wozu brauchst du die Bilder? Wenn wir jetzt ein Kundengespräch hätten und du sagst mir Instagram, würde ich sagen, okay, cool, da kann man komplett ausrasten. Da kann man alles machen, wirklich alles, literally alles, was eben legal ist so. Weil es gehört ja zu deiner Persönlichkeit. Das ist ja dann diese große Fragestunde. Ich habe ja auch relativ lange im Vertrieb gearbeitet. Das heißt, und als ich da reingegangen bin, da war ich relativ jung, da war ich 28 und irgendwie in so einer riesen Vertriebsrolle. Und ich habe so mega, mega Respekt gehabt. Und habe dann in der Firma, wo ich noch gearbeitet habe, mich mal mit so einem alten Hasen, wie man so schön sagt, mal hingesetzt und gesagt, du, was ist das Wichtigste im Vertrieb? Jetzt hier, komm, 30 Sekunden Elevator-Pitch. Und die Antwort war eigentlich erstaunlich einfach. Der meinte, du musst einfach zuhören. Und wenn der Kunde von sich aus halt nicht genug sagt, dann muss man halt ganz, ganz viel abfragen. Da muss man wirklich wie so ein Arzt Anamnese machen. Was machst du? Mhm. Mit wem machst du das? Wie möchtest du das machen? Wie gesagt, auch das einzige Shooting, was man die Binsen ging, habe ich es genauso gemacht. Ich habe gesagt, okay, wie willst du dich darstellen? Und er sagt, okay, na, so ein bisschen von bis. Also grundsätzlich empfehle ich halt immer so ein bisschen eine seriösere Seite zu zeigen, aber eben auch mal zu gucken, was macht zum Beispiel der Tim Lindenau privat so. Ja, und dann würde ich dir sagen, pass auf, ich fahre am Wochenende, ist Hansa, ja, und dann würdest du mit mir da in den Zug einsteigen und mich vom ersten Bier, ja, tatsächlich, bis ich keine Stimme mehr habe, da auf der Kurve würdest du mich da begleiten. Okay, Deal, bin dabei, ja. Wunderbar, dann müssen wir nur noch den anderen da verklickern, damit die da auch nicht drauf sind. Das finden die nämlich besonders gut, um alle fotografiert zu werden. Nein, aber ich weiß, die Leute zischen dann immer so weg, meine Kamera. Nee, also ich meine, was ich ja meine, ist natürlich, dass es für Leute, und das ist jetzt erstmal ja egal, für wen oder was, denen das vielleicht auch ein bisschen schwer fällt, zu sagen oder zum Ausdruck zu bringen, wer bin ich oder nicht. Weil da hast du es ja natürlich mit Maschinen halt erstmal einfach. Oder da hast du es ja erstmal mit jemandem, der einen Job macht, ja einfach. Mhm. Ja, es ist halt immer dieses Abfragen. Wichtig ist, also was ich auch nochmal, das hat jetzt zwar nichts direkt mit der Positionierung zu tun, aber ich schreibe halt vom Shooting immer nochmal so eine Art Liste, schicke den Leuten zu, keine Ahnung, nimm Zahnseide, also so Kleinigkeiten, putz die Brille wie ein Irrer, was auch immer. Mhm. Aber ein der Punkte ist auch, guck dich ruhig mal eine Weile im Spiegel an. Also beobachte dich mal. Setz dich mal auf den Stuhl, stell dich hin, dreh dich irgendwie ein bisschen hin und her, dass man so ein Gefühl für sich bekommt, weil das ist das, was glaube ich wahnsinnig wichtig ist, dass man, also jetzt auch über die Fotografie hinaus, dass man sich so annimmt, wie man ist, dass man einfach sagt, man hat ein Selbstbewusstsein, nicht im Sinne von, keine Ahnung, super überhöht oder super komplexe, sondern einfach sagt, okay, das bin ich und ich stehe zu mir. Das ist natürlich das höchste Ziel in der Persönlichkeitsentwicklung, den Punkt halt zu erreichen, zu sagen, ich bin Freund mit mir. Ne? Ich bin okay, du bist okay, alle anderen sind auch okay, so diesen Punkt zu finden.
Und wenn ich jetzt merke, da ist ein bisschen mehr Beratungsbedarf, dann kann man ja auch logischerweise mit Referenzen arbeiten. Also, weil gerade das Thema Coach ist eins, was ja häufig gefragt ist. Und dann kann ich halt irgendwie sagen, okay, der Coach macht ein bisschen was Ähnliches. Ich könnte mir vorstellen, es passt auch zu dir, guck dir das mal an. Dann arbeite ich halt viel mit Bildbeispielen, dass man eben mit Moodboards arbeitet und sich dann so an diese Situation herantastet und so einfach auch eine helfende Hand dem Kunden gibt, zusammen was zu überlegen, wo dann alle happy mit sind und der Kunde sagt, jo, cool, gefällt mir. Aber das ist dann natürlich auch was richtig Krasses, weil die meisten Leute, die ich kenne, die sagen, ey, ich sehe auf Fotos immer scheiße aus. Und dann würde ich mich da zum Beispiel mit einbeziehen. Würde das dann im Umkehrschluss bedeuten, Dito. Würde das dann im Umkehrschluss bedeuten, auch so zum Thema, es gibt keine Schokoladenseite, denn du musst dich ja so akzeptieren, wie du bist. Außer du hast jetzt natürlich einen absolut brutalen Makel, über den du nicht rüberkommst. Zum Beispiel, wenn du so eine Narbe hast, mit der du halt einfach vielleicht auch aus persönlichen Gründen nicht relaten kannst, weil da was voll Schlimmes passiert ist. So. Mhm. Also, aber das mal ausgeklammert. Also bedeutet das nicht am Ende, dass du, es gibt keine Schokoladenseite? Diese, ich kann mich auf Fotos nicht leiden, das ist ein Satz, den höre ich wahnsinnig häufig. So, endlich, also sagen wir mal, wenn 10 Mann da sind, sagen 5, naja, machen wir halt Bilder. Dann sagen so irgendwie 3, naja, muss das sein? Und 2 kommen direkt in den Raum rein und sagen so, das sieht immer schlimm aus, ich sehe immer kacke aus. So, dann muss man erstmal raus, ich frage dann auch direkt, warum. Also ich frage wirklich, warum, weil wenn, wie du schon meintest, wenn jetzt nicht jemand irgendwie ein super durch Unfall, Krankheit, wirklich so einen Hardcore-Makel hat, wo man, wie du schon sagst, nicht so drüber kommen kann, weil wir haben alle eine sympathische Seite. Und das ist ja auch der Grund, die Frage, die du vorhin gestellt hast, dass ich ja eher nicht mit Models arbeite, sondern mit dem Mann oder der Frau von nebenan. Mhm. Da gibt es ja, das ist wie, ich kann meine Stimme nicht hören. Also wenn jemand sagt so, ich kann mich immer auf dem Anrufbeantworter nicht hören. Und ich habe da irgendwann mal gesagt, fand ich relativ Schlaues gehört, der meinte, naja, aber so klingt man nun mal und die anderen hören dich ja auch und rennen nicht weg. Und das Gleiche kann man ja auch transformieren auf die Bilderwelt. Also, vielleicht jetzt nicht so in der Drastigkeit sozusagen, aber sagen, ja, so siehst du aber aus. Das ist doch auch okay. Also deine Kollegen und Freunde und Frau und Familie rennen ja auch nicht weg, sondern die mögen dich ja auch. In dem Moment merkt man, und was auch natürlich so ein Riesenpunkt ist, das Spiegelverkehrte. Na, weil unser Selbstbild, unser visuelles Selbstbild ist ja extrem durch die Betrachtung im Spiegel geprägt. Das heißt, wir sehen uns ja die ganze Zeit verkehrt rum. Und dieses sich dann mal spiegelrichtig zu sehen, dadurch, dass wir ja alle mehr oder weniger stark ausgeprägte Asymmetrien im Gesicht haben, das ist dann auch nochmal so ein Punkt, der dann viele einfach überrascht. Und dann kommt natürlich auch noch dazu Selfie-Kultur, wenn es dann jemand ist, der die betreibt, versus Kamera mit einer langen Brennweite, ne? Selfie, Weitwinkel, große Nasen, kleine Augen, irgendwie macht er die Gesichtsproportion jetzt nicht besser. Ne? Also es gab wohl auch Untersuchungen tatsächlich während der Lockdown- und Videokonferenzenzeit, dass da auch der Anteil der Nasenoperationen gestiegen ist, weil eben dieses Selbstbild sich so stark geprägt worden ist von der Wahrnehmung, wie man sich eben auf dem Monitor gesehen hat, dass man einfach auch aufgehört hat, drüber nachzudenken, ob einem das Bild nicht vielleicht sogar anlügt, was es tut, weil es ist eben Weitwinkel und wir kennen alle die Videokonferenz, wo man von unten in die Nasenhaare reingucken kann, ne, dass man auch so ein Kinn hat und dann möglichst kleine Augen. Also sprich, diese Kamera, wenn man jetzt einen Laptop aufklappt, macht eigentlich das mit dir, was ein Fotograf niemals machen würde, wenn man würde niemals, also es sei denn, man will irgendwie ein besonders schräges Bild machen, aber wenn man jemanden ein bisschen schmeicheln will mit dem Bild, versuche ich, immer auf Augenhöhe zu fotografieren, mit einer vernünftigen Brennweite, sodass diese Proportionen vom Gesicht auch wirklich so sind, wie wir sie auch ungefähr so wahrnehmen. Mhm. Und das ist die Reise, auf die man sich dann zusammen begibt. Ja, und ich nehme halt Musik mit ans Set. Die Leute dürfen sich irgendwas, können sich irgendwas wünschen. Sagt auch, ist mir auch mir egal, was da läuft. Ich habe auch schon Leute erlebt, die haben sich bei Death Metal total entspannt. Ich hatte nach 2 Minuten 180 Puls, aber ist egal. Wenn sich derjenige vor der Kamera wohlfühlt, ist cool. Dann gibt mir das mehr, als wenn mir die Musik gefällt und der andere aber da sitzt und sagt so, Alter, komm, mach mal aus jetzt. Gibt es denn eigentlich auch so diese Tricks, die man hier und da vielleicht auch mal gehört hat, oh, wenn man schön aussehen will, dann muss man vorher irgendwie einmal husten oder so. So tun, als ob. Also weißt du, oder ist das alles nur ein Mythos? Ist das alles nur ein riesiger Scam? Den klaue ich mir, den probiere ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gesagt habe oder ob das irgendwie so tut, dass müsste man niesen und irgendwie so, da muss man irgendwie einmal husten oder du weißt, was ich meine, oder? Ja, absolut. Ja, es gibt schon so ein, also
Der beste Trick ist im Grunde genommen, versuchen, die Zeit irgendwie, sich die Woche wenigstens vor dem Shooting, sich nicht maximal zu stressen. Also nicht Schlaf durch Kaffee zu ersetzen. Also auch da wieder quasi die Metaebene, die ja eigentlich auch mit dem Fotografieren, aber eben auf der anderen Seite auch mit einer vernünftigen Lebensführung auch zu tun hat. Also trink ausreichend. Ne? Wenn man super wenig trinkt, dann haben wir alle diese Labialfalte oder wie die hier heißt und die Augenringe. Wenn man super wenig trinkt, dann sieht es natürlich aus, wenn man 3 Tage wach war. Also dass man so ein bisschen einfach so eine eigene Hygiene betreibt, aber mit diesen klassischen Tricks funktioniert ja nicht bei jedem. Also ne, man kann natürlich, also ich gucke halt eher, dass ich die Leute eben von, was ein wichtiger Trick ist vielleicht, okay, kann man drüber sprechen, ist diese Position vom Kinn. Ne? Also sehr selbstbewusste Leute gehen, ne, haben das Kinn ungefähr so. Ja, also du hast jetzt das Kinn gerade oben, sogar genau. Höher als normal. Richtig, also so relativ weit oben, weil es ist so diese, ist ja auch in Ordnung im persönlichen Gespräch, wenn man jemanden beeinflussen möchte, wird man ja als Geschäft, als Selbstständiger oder als Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, wie auch immer, muss man ja mal auch sein Gegenüber manipulieren, ne, neutral formuliert. So, ist so, weil ich will irgendwie ein Ziel durchsetzen für meine Vertriebsmannschaft, also muss ich relativ kräftig da reingehen, weil die Jungs halt auch alle so sind. Ne? Aber eben, wenn man es auf dem Foto macht, wirkt natürlich logischerweise ein Kinn. Ne? Ich mache jetzt so diese Geste mit der Hand so unter dem Kinn so lang schnippen, so wie, egal, ja. Wirkt dann halt ein bisschen abgehoben vielleicht, ein bisschen unverbindlich, ein bisschen auch, ja, eben bewusst eben aus der Augenhöhe gebracht. Okay. Und diese Positionierung klingt jetzt vielleicht so für Zuhörer mega langweilig, aber da muss man sich wirklich gradweise ranarbeiten. Und ich sehe dann aus meiner, ist ja auch persönlicher Geschmack, aber ich sehe dann, wann rastet ein Gesicht ein? So, und dann, das ist halt eher der Trick, den ich sozusagen anwende, dass ich mir diesen Winkel eben suche. Ich versuche gar nicht so das Gegenüber soll einfach gute Gedanken haben, die alles beinhalten können. Also kann auch super, weiß ich, die letzte durchgevögelte Nacht irgendwie sein, interessiert mich halt nicht, weil wenn der Gesichtsausdruck gut ist, und man redet ja auch nicht drüber, das ist ja wirklich, ich sage, denk bitte da und da dran. Geh mal da in dein Happy Place. So, das ist eigentlich immer so dieses, so wie beim Psychologen, so ein bisschen, geh mal in dein Happy Place. Mhm. Weil dann funktioniert schon diese Geschichte mit dem Gesicht schon eigentlich ganz gut, fast von alleine. Das ist ein schöner Tipp. Matthias, ich glaube, wir haben heute ganz viele Tipps gehört für Leute, die auch vielleicht hier und da mal der Meinung sind, ich sehe jetzt nicht so bombastisch gut auf Fotos aus oder es ist mir unangenehm, weil es ist ja, du hast es auch gesagt, nicht alltäglich, dass jemand mit so einer Linse auf einen raufschießt und unbedingt, ja. Und da so ein bisschen auf Beobachtung ist. Das finde ich sehr gut, also falls ihr da mal was vorhabt, beherzigt das gerne. Jetzt frage ich mich, Matthias, du hast ganz viele Sachen dir autodidaktisch beigebracht, ne? Ja. Du hast es ja nicht studiert, du warst ja jetzt nicht auf einer Kunstakademie oder... Ich bin einer von denen, die so quer einfach da reingesprungen sind. Was war eigentlich die Frage? Ja, hast du Hilfe mal bekommen dabei oder hast du dir wirklich alles? Ja. Nee, also ich find nach wie vor extrem spannend, wirklich Fotokurse mitzumachen. Ja, also vielleicht jetzt nicht der Grundlagenkurs, wie so Blende und ISO funktioniert, aber so Porträtkurse zu machen, weil das ist immer eine schöne Möglichkeit, sich selber mal quasi gegenzuchecken. Wie machen es die anderen? Dann kann man auch selber irgendwie Tipps geben. Also so dieses Thema Kurse, da weiß ich jetzt, während der Corona-Zeit war es ja leider Gottes ein bisschen ruhiger bei mir. Was habe ich gemacht? Ich habe mir auch so Kurse gekauft, meistens aus dem amerikanischen Markt. Da sind die Trainer irgendwie lockerer und offener und lassen einen auch ein bisschen mehr in die Trickkiste reingucken. Habe mich halt damit beschäftigt. Also mit Lichtsetzung, mit Posing, mit all den Sachen, weil eine der meistgestellten Fragen ist ja auch mal, wenn man dann ein klassisches Porträt macht, wie stehe ich denn jetzt vor der Kamera? Und da muss man ja schon ein bisschen Schützenhilfe geben, weil wenn man jetzt ganz gerade steht, wie im Gespräch, sieht es halt ultra steif aus. Ne? Das heißt, man muss sich etwas ins Bild reinlehnen und also diese ganzen Sachen, dass man da sich damit beschäftigt. Und das mache ich halt immer wieder, sobald einfach Zeit da ist. Oder eben auch, was ganz, ganz wichtig ist, das Thema TFP-Shootings. Für alle, die es jetzt sagen, TFP, also Time for Prints, also Time for Photo. Früher so die alte Variante, wo man ja wirklich noch denn die Abzüge dem Modell gegeben hat. Aber da überlegt man sich dann als Fotograf, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Location, die ich mal bespielen will. Oder ich habe eine coole neue Idee. Oder ich habe vielleicht, wie gesagt, aus diesem Posing-Bereich irgendwie so ein paar Anwendungen, die ich mal mit einem freiwilligen Model mal austesten möchte.
Und das ist auch was, wo ich dann auch relativ viel lerne, weil da kann ich halt einfach machen, was ich will, weil da ist sozusagen ja kein Ablieferdruck, weil ich sage das auch immer zu den Models vorher, ich gebe euch irgendwie zwei, drei Fotos als Dankeschön, kann sein, muss aber nicht. Ne? Also es ist wirklich komplett ergebnisoffen und das finde ich halt wahnsinnig wichtig, dass man das, auch wenn das Auftragsbuch voll ist, sich da immer wieder für Zeit nimmt, wegen kurz vorhin dieser Einschub mit dem Thema Klischees. Weil das ist ja dann letztendlich, wenn ich so eine freie Porträtarbeit mache, ja auch wahnsinnig wichtig, dass man da, wie gesagt, einfach auch mal die eigene Energie mal ausströmen lässt, die eigenen Ideen. Weil die helfen mir dann letztendlich auch wieder, wenn ich dann in einem Auftrag fotografiere, das halt anzuwenden. Und das ist so dieser Prozess oder eben auch, was ich mit dieser einen Coachin da hatte, wo ich dann mich nochmal hingesetzt habe und überlegt habe, ja, was hättest du eigentlich besser machen können? Die Frage war hier auch gestellt. Dann habe ich gesagt, was, liebe Frau sowieso, die wir jetzt nicht erwähnen wollen namentlich, was hätte ich eigentlich anders machen können? Sie, naja, eigentlich nichts. Naja, okay, gut, das ist dann auch ein Learning. Also, Ja. dann muss man das auch Es mal war halt so. irgendwie nicht breit und das hat dir dann irgendwie nicht getaugt. Aber es scheint jetzt irgendwie jetzt auch nicht so, wie du sagst, es scheint jetzt wirklich nicht unbedingt dein Fehler zu sein. Sie hat dir ja auch irgendwie das Feedback gegeben. Ich fand das auch einen ganz interessanten Punkt, dass du da zwischendurch dich immer so gegencheckst, weil natürlich, das macht ja absolut Sinn, dass am Immer, Ende. ja. Ich habe zum Beispiel bei meinem Shooting, von dem ich vorhin hatte, ich habe mir das nicht zeigen lassen. Weil ich halt Okay. einfach dachte, ey, wenn das, was mir dann gezeigt wird, dass ich das nicht, dass ich, sag mal, ich würde das nicht gut finden, Ich weiß, was du hätte ich meinst. höchstwahrscheinlich halt auch aus dem Grund daraus, weil ich die andere Person nicht kränken wollte, hätte ich gesagt, das ist super. Weißt du? Weil Ja. dann wäre die Frage, ah, wie willst du es denn dann haben? Da hätte ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung, gib mir ein neues Gesicht. Also. Also. Aber ja, das, also ich, also es gibt ja auch mal die Situation, wo ich dann sage, wie wir so ein Shooting machen. Also sprich, ich mache Bilder, dann weiß ich, wenn wir ein Set, wenn ich sage, okay, jetzt sind so ein paar Bilder am Kasten, dann würde ich eben nochmal gegenprüfen mit demjenigen oder derjenigen, die es halt irgendwie abnimmt. Und wenn man aber merkt, so der andere sagt, nee, nee, passt schon, machen wir irgendwie. Es ist eher ungewöhnlich, passiert eigentlich auch fast nie, muss ich sagen. Aber ich verstehe deinen Punkt auch, weil in dem Moment, wenn du anfängst, die Bilder anzugucken, gerade wenn es so ein Instagram-Material ist, ja, wo man ja jetzt wirklich nicht irgendwie so super duper durchgestylt irgendwie sitzt, sondern wo du wirklich dann mit einem Schal wie beim Fußballspiel im Idealfall bist, dann würde es vielleicht einfach auch diese Natürlichkeit der Situation zerstören. Und da käme es ja dann drauf an, eben da nicht Naja, einzugreifen. ich sah schon hot aus, so ist nicht. Das glaube ich. dann sagen wir nochmal, was würdest du mal, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen so zum Anfang, ne? Also wir haben über den Mount Everest und den National Geographic gesprochen. Yes. Wir haben über Leute gesprochen, die vielleicht auch interessant sind. Gibt es irgendwas, was du gerne mal fotografieren möchtest oder eine Person, die du gerne mal fotografieren möchtest, irgendwie? Unbedingt Raumfahrt. Also irgendwas mit dem Thema Raumfahrt, weil Raumfahrt einfach insofern interessant ist, weil die Technik, die da verwendet wird, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes total basic ist. Ich habe da selber schon Aufnahmen gesehen von zum Beispiel von so Testständen von Raketentriebwerken. Also so Zeug, wo du sagst, so die schieben 180 Tonnen in den Orbit. Also das wäre so ein Ding, wo ich wirklich wahrscheinlich nochmal wie so ein kleiner Fünfjähriger dastehe und sage einfach nur, wow, krass. Das wäre mal so ein Wunsch ans Universum, bis dahin vorzudringen, um mal so ein Teststand von mir aus von diesen Raketentriebwerken zu fotografieren. Das ist etwas, oder ist jetzt total erdiges Thema, beziehungsweise wässriges Thema, eine Werft, wo zum Beispiel so diese XXL-Tanker hergestellt werden oder diese Kreuzfahrtschiffe, auch wenn ich die jetzt natürlich auch nicht gerade super finde, aber die technische Faszination, sowas lockt mich halt an. Also einfach alles, wo du oder in einem, diese Radlader, wo ein von Tagebauen, wo ein Rad, keine Ahnung, 4 Meter hoch ist. Also wo man wirklich sagt, das ist wie Gullivers Reisen. Ja. Auch da natürlich so Konflikt, ne, weil grundsätzlich fossile Geschichten immer so verbrennen. Ich weiß auch noch, wo ich mein erstes Auto hatte, da stand ich an der Tanke, kipp da mein Benzin rein und denkst so, okay, krass, du kippst hier eigentlich gerade so Benzin rein und es verbrennt dafür, dass ich von A nach B komme. Mit einem Wirkungsgrad von vielleicht 30%, ne? Aber da würde eben auch wieder dann wahrscheinlich doch die Neugier überwiegen, meine innere Kritik zurückzustellen, zu sagen, ich will es aber trotzdem mal sehen. Also ich will Aber es. wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, was du so erzählst, ich glaube, das ist dich faszinieren große Sachen. Ja, also das sind ja alle so diese Errungenschaften der Menschheit oder die
Pyramiden, das ist ja auch eine große Sache sozusagen, wo man einfach sagt, wow, krass, da haben wir Menschen wirklich was gebaut, was einfach unglaublich einfach ist, also unfassbar ist. Oder was es vielleicht vor 50 Jahren jetzt mit diesen Raketentriebwerken so in der Form noch gar nicht gegeben hat. Ja, das schon. Aber auch der andere Kosmos ist auch spannend. Also, wenn wir sich Elektronenrastermikroskop, habe ich auch schon gestanden, hat mir dann die Mitarbeiterin, die da mikroskopiert hat, eben eine Aufnahme gezeigt. Guck mal, hier haben wir Kupferatome auf Silizium aufgedampft und die hat mir wirklich ein scharfes Foto von diesen Atomen gezeigt. Das ist, wo du denkst so, what? Das können wir? Krass. Also cool einfach. Also alles das finde ich, was halt den Kopf öffnet, wo man sagt so, vielleicht ist die Menschheit doch nicht ganz so schlecht. Matthias, guck mal, da vorne steht da schon einer und der winkt mit der schwarz-weiß karierten Fahne. Wir sind gleich da. Aber bevor wir da über die Ziellinie fahren, auch noch mal eine Frage, nämlich von kleinen Atomen, die wir schon scharf fotografieren können, bis zu riesengroßen Werften und 8-Meter-Reifen. Was kostet denn dieses Equipment? Also, weißt du, weil ich glaube, das kannst du ja nicht einfach alles mit so einer Kamera. Also, eine Kamera ist nicht gleich eine Kamera. Also, was für einen Geldaufwand hast du bei deinem Equipment, damit du das alles abbilden kannst, was du abbilden willst? Das ist so ein ganz guter Kleinwagen, also irgendwas so zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Dann hat man es aber, also dann hat man auch eine Ausstattung, wo man sagt, man kann 90% aller Aufträge gut erfüllen. Also, das heißt, also wie viele Objektive sind das dann? Wie viele verschiedene Kameras sind das? Na, man braucht, also wenn man jetzt mal sagt, so checklistenartig, was man wirklich braucht als Grundausstattung, finde ich, um so einen Job halbwegs machen zu können, du brauchst halt zwei Vollformat-Buddies, sprich einer geht kaputt, du gehst einfach nur zum Koffer und holst dir das zweite raus. Das ist halt total wichtig, Ein dass man, Buddy. genau, also das, wo die Linse dann, Ah also die ja. eigentliche, wo der Sensor sozusagen drin ist, dann brauchst du natürlich hochwertige Wechselobjektive, weil es ja, also ich bin so ein Bokeh-Fan, also sprich dieses scharf gegen unscharf, seitdem ich das irgendwann mal entdeckt habe, stehe ich immer noch drauf, das lässt auch nicht nach. Warum? Weil unser Auge das halt nicht kann, weil unser Auge ja irgendwie immer eine volle Tiefenschärfe so herstellt und ich diesen fokussierten Effekt halt so gut finde. Und bei den Objektiven, also ich bin jetzt kein, also es gibt ja Fotografen, die unterhalten sich stundenlang über ihre Akkus, über ihre Kameras und über ihre Linsen und über dies, das und jenes. Was in den Gesprächen halt echt zu kurz kommt, ist eigentlich das Warum, ne? So, wo wir jetzt relativ viel darüber gesprochen haben. Aber das wäre sozusagen die Ausstattung, also sprich zwei Buddies, dann vernünftige Linsen, dann, was ja das Wichtigste ist, was ja sozusagen das Wort Fotografie bedeutet, also sprich malen mit Licht. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man eine vernünftige Lichtausstattung hat. Also wenn man eben in diesen Bereichen unterwegs ist, wo ich bin, ist ja oft kein so super Fotolicht, ne? Ich komme halt irgendwo rein und dann sagt noch ein Mitarbeiter, ja, und ich kann auch hier die Lampe anmachen. Ich so, bitte nicht, weil, ne, so, weil das gibt halt immer irgendwie andere Lichtfarben und das muss auf dem Bild ja am Ende einheitlich sein. Und so eine Blitzausstattung würde ich jetzt auch über den Daumen, ja, es ist halt so 50-50, vielleicht auch so 5.000 bis 8.000 Euro in dem Dreh. Und dann hat man, wie gesagt, aber eine Ausstattung, man sagt, da kann man eigentlich 90% der Jobs halt mit abarbeiten. Da ist aber nicht drin so ein Ding wie die Jungs am, oh, weil ich ja nun gerade gehört, also du bist Fußballfan, oder? Ja. Ja, also die Jungs am Spielfeldrand, ne, die mit diesen Ofenrohren, das ist jetzt nicht dabei, weil das ist halt eine Spezialanwendung, weil die Objektive, die kosten gut und gerne, weiß ich auch mal, ein Objektiv nur 15.000 Euro. Aber geht halt nicht anders, weil die können halt sonst diese, und da bin ich auch riesen Fußballfan, wenn die Jungs halt mit ihren, die haben ja Schenkel wie wahnsinnig, und wenn die dann da den Ball abprallen lassen und in der Luft so schweben, also fast schon so ballettartig. Also da gibt es ja auch so eine, finde ich, echt mega Ästhetik in diesen Szenerien und anders kann man es dann halt ja auch nicht einfangen, weil die Jungs können ja nicht. Und wofür sind die denn da, dass du Spieler oder Spielerinnen von weit nah Genau. ranholen kannst Die oder sind dass im du... Grunde genommen wie ein Fernglas. Also die haben Ah wirklich eine ja. richtig krasse Vergrößerung. Du könntest theoretisch die auf dem Handy mitlesen, wenn er auf der Tribüne irgendwas tippt, wenn du den richtigen Winkel hast. Ist ja der Wahnsinn. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, die Teile allerdings, ja. Jetzt hast du gerade auch schon was gesagt, ey, das sind die Jungs am Spielfeldrand, es gibt euch als Industrie- und Business-Fotografen, es gibt die Leute, die Hochzeitsfotografie machen, es gibt verschiedene Genres, ja, es gibt so Kunstfotografie, es gibt alle möglichen Art und Weise. Jetzt ist es ja auch so, dass sie Geräte, mittlerweile hat ja jeder oder sehr viele Leute eine sehr gute Kamera in der Hosentasche immer dabei.
Inwieweit greift denn das auch vielleicht auch den Markt an? Also ich meine, wenn ich jetzt hier auf mein iPhone die Porträtfunktion anmache, hätte ich jetzt vor 5 Jahren nicht gekonnt. Ja, und auf einmal sieht halt jedes Bild halt 100-mal besser aus. Macht dir diese Entwicklung ein bisschen Angst? Mich freut die eher, weil ich nutze ja auch ein Handy gerne. Also wenn ich ein Location-Scouting mache, nehme ich grundsätzlich gar nicht meine Kamera mit, sondern nehme mein Handy und fotografiere das ab. Ich glaube, der Punkt, man sagt so, wo ich jetzt vielleicht drüber nachdenke, hole ich mir einfach nur ein geiles Handy anstelle von einer geilen Kamera, ist der Anschluss an die Lichttechnik. Also weil du musst ja dann diese Blitze irgendwie ansteuern können und soweit ich weiß, geht es noch nicht mit dem Handy. Ansonsten alles, was du mit Available Light, wie es so schön heißt, also mit verfügbarem Licht fotografieren kannst, sage ich jetzt einfach mal, kann man mit einem Handy schon eine einfache Kamera, vielleicht jetzt nicht für einen aufwendigen Schuss, aber schon ersetzen. Klar, das geht. Aber Angst habe ich da nicht, weil das Thema ist ja immer noch, das Problem ist immer hinter der Kamera. Das ist nicht die Kamera. Das ist eigentlich nie die Kamera, weil unsere Kameras, die jetzt am Markt sind, die sind, also wenn mich jemand fragte, welche häufiger mal gefragt, Mensch, ich würde gerne eine Kamera kaufen, jetzt auch mal was Ordentliches, was empfiehlst du mir denn? Und dann frage ich eigentlich auch immer nur so, was ist für eine Preisklasse? Dann fallen mir vielleicht 2, 3 Kameras ein und dann würde ich aber auch nie wirklich eine empfehlen, sondern immer den Leuten dazu raten, nimm die in die Hand, guck dir das Menü an, korrespondiert es mit dir. Ne? Also hier ist zum Beispiel für uns eine Sony-Kamera. Ich bin Nikon-Fotograf. Also das ist am Ende, glaube ich, ist es wirklich nur ein Werkzeug und die Hauptaufgabenstellung muss die Person dahinter einfach lösen. Was ist die Golden Hour? Die Golden Hour ist ja die Stunde bevor, nee, halt, warte mal, die Golden Hour ist morgens, die sehe ich nämlich gar nicht. Selten. Wobei bei dem Projekt, was Patrick und ich zusammen, was wir absolviert haben, zwar 2018, da sind wir tatsächlich zur Golden Hour aufgestanden, weil es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es die Stunde oder halbe Stunde vor Sonnenaufgang, wenn es anfängt zu dämmern. Ein mega geiles Licht, es ist unglaublich weich, es ist unglaublich warm. Es ist unglaublich atmosphärisch, wird super viel genutzt für Automotive-Bereich, weil das im Grunde genommen sämtliches Lichtequipment auch wieder an der Stelle für einen gewissen Look, würde ich fast so weit gehen und sagen, macht es fast überflüssig, weil mit diesem Licht ist es, dann hat man den Himmel als größte Softbox der Welt und was ganz Geileres geben eigentlich. Hat man das nicht auch beim Sonnenuntergang? Auch, ja, klar. Also man hat es dann irgendwie zweimal am Tag mit einem vielleicht ein bisschen anderen Farbtemperaturen. Aber das Schöne ist halt logisch, wenn du morgens anfängst, dass du dann danach noch was machen kannst und wenn es halt dunkel ist, dann... Ja. Wenn es nichts geworden ist, machst du abends nochmal. Genau. Mensch, Matthias, und sonst so? Sonst. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über das Thema Cancel Culture. Das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber dieses Beispiel, deswegen hatte ich mir das auch ein bisschen gemerkt für heute, weil ich da nochmal kurz was dazu sagen wollte, und zwar dieses Thema mit, ich hoffe, ich tue denen jetzt nicht unrecht. Vielleicht schneiden wir den Markennamen dann einfach raus. Aber ich glaube, es war Edeka, die es gemacht haben mit diesen Parteiflaschen. Ich finde, man muss irgendwie gefühlt vielleicht ein bisschen mehr auch fremde, auch vielleicht so Meinungen aushalten, die einen echt hart antriggern. Aber ich glaube, das ist einfach der Preis der Demokratie. Also was Edeka da gemacht hat, dass jetzt diese Flaschen von der Partei, die AfD heißt, von sich aus rausnehmen, finde ich ziemlich undemokratisch, finde ich schade, weil es dann einfach auch selbst, ich habe auch schon mit Leuten diskutiert, die wiederum mit Leuten von der AfD diskutiert haben und die haben dann gesagt, nee, mit denen kannst du nicht diskutieren, das macht man nicht oder wie auch immer oder sogar auf Facebook öffentliche Aufrufe sogar von auch relativ Leuten mit großer Reichweite, die dann eben irgendwie so ein Skript angeboten haben, sagen, hier kannst du mal gucken, wer irgendwas AfD-nahes geliked hat, schmeiß die mal raus aus deinem Freundeskreis. Finde ich falsch, finde ich schade, weil man dann ja Leute auch in die Isolation treibt. Und ich glaube, damit löst man das Problem nicht, sondern man löst das Problem immer im Dialog. Und deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn diese Flaschen auch wirklich so wie die Parteien eben auch zur Wahl stehen, ja, im Rahmen der Demokratie. Da hätte ich mir gewünscht, dass einfach alle Flashlines stehen bleiben. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen auf den digitalen Bereich übertragen, dass da vielleicht auch die Flasche sozusagen, die einem nicht gefällt, auch schnell raussortiert wird. Und
Da bin ich einfach echt dafür, dass man mehr im Dialog bleibt, dass sich die Fronten nicht so schnell verhärten, selbst wenn es einen antriggert, weil am Ende ist der Lohn für die Auseinandersetzung, finde ich auch, dass man ein Stückchen lernt, über sich selbst hinauszuwachsen. Das heißt also, niemanden, auch wenn die Meinung einem nicht passt, vom Tisch verweisen. Ich finde nicht Volley sozusagen. Also nicht, dass einer direkt zum Tisch kommt und sagt, okay, du bist so und so gelabelt, deswegen nochmal Hinweis, Klischeeprojekt, weil man kann sich auch so oft täuschen, weil wer sagt mir denn, dass die Person, auch wenn die vielleicht was für was steht, wofür ich eigentlich generell nicht stehe, sagen wir mal, die hat 10 Eigenschaften und mir gefallen 6 nicht, aber 4 sind halt echt super. Verbaue ich mir eigentlich ja die Chance, an Sachen ranzukommen, weil ich eben nur die 6 beurteilt habe, aber nicht die 4 anderen Fakten. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, jeder und jede da draußen, die kann das für sich auch einordnen und so, wie sie das für richtig halten. Also grundsätzlich bin ich da, verstehe ich, was du meinst. Also im Dialog zu bleiben hilft wahrscheinlich mehr und auch Argumente auszutauschen und vielleicht auch eine andere Seite von, sagen wir mal, humanistischeren Argumenten zu überzeugen, hilft auf jeden Fall mehr, als zu sagen, du bist einfach nur ein Spinner und jetzt verpiss dich. Natürlich ist es aber auch die Wahrheit, so wie das deine Bekannten auch gesagt haben, dass mit manchen Leuten sich schwer noch reden lässt. Und da finde ich, ist denn, also... Ist der Preis der Demokratie. Also nichts hat keinen aber Preis. Aber was ist mit antidemokratischen Tendenzen? Ja gut, da muss man mal kräftig, da muss man rein. Na klar, da muss man ran. Wie beim Zahnarzt, wenn der Zahn fault, dann muss der Bohrer ran. Also wenn der Bohrer abbricht, er sich nicht einsetzen lässt, ich finde, da muss man mindestens später mal sagen können, ich habe es probiert und ich habe nicht sofort das Handtuch geschmissen. Leute, das war's mit unserem Comacon-Podcast. Ganz liebe Grüße ins Internet. Nach YouTube. Ja. Zu YouTube, Leute, ihr wisst Bescheid. Es ist schon nach 14 Uhr, da höre ich in der Regel, schalte ich ab. Spaß. Nein, Leute, aber cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Matthias Baumbach, für das Gespräch, für die ganzen Tipps rund um die Fotografie und wie sehe ich auch gut auf einem Foto aus. Ja, danke dir, lieber Tim. Hat mir echt Spaß gemacht. War cool. Und wenn ihr Bock habt, Leute, dann natürlich wisst ihr, abonniert den Comacon-Podcast, bewertet uns gut, sofern euch das gefallen hat. Und wir hören uns dann schon beim nächsten Mal wieder. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.